Bass like a motherfucking atom bomb. Yo, was geht ab, Leute? Get in the flow. Euer Fraps ist hier. Und zwar, es ist so, Leute, um diese Uhrzeit erwartet ihr normalerweise kein Video. Es ist dienstags 7 Uhr morgens. Es muss natürlich was Spezielles sein. Und zwar, Leute, wurden Bilder von den neuen Fahrzeugen geleakt, die bald erscheinen werden. Es ist so, aber zu diesem Thema komme ich bald. Bevor wir zu dem Video kommen. Es ist so, Leute. Ich weiß, dass ich sehr oft Leute in dem Video sage. Das ist echt abnormal, wie oft ich eigentlich Leute sage. Aber viele Leute sollten wissen, dass man einen Tick nicht ausschalten kann. Ich weiß nicht, warum ich so oft Leute sage, aber das ist da einfach drin. Ich verstehe es nicht. Also tut mir leid, Leute, falls es euch stört. Aber das bin nun mal ich und Leute ist halt so ein Teil von mir. Aber Leute, ich würde mal sagen, jetzt komme ich nochmal zu einem ganz kurzen Thema. Und zwar habe ich einen Kollegen, Leute, der ist Wansa. Auf YouTube heißt der Keks, Leute. Es ist so, er möchte mit GTA aufhören und möchte auf Lifestyle umsteigen. Leute, seine Videos sind echt qualitativ sehr hochwertig. Und ich kenne den Burschen echt schon lang. Er macht eigentlich echt krasse Videos und er steckt da viel Herz und Blut rein. Es ist so, Leute, geht mal bitte auf seinen Kanal, lasst ihm ein Abo da, klickt auf sein neuestes Video, lasst ihm ein Like da, vielleicht schaffen wir die 500 Likes Marke, Leute, und kommentiert mal mit Hashtag FrapsArmy und Hashtag GTA, dass wir ihn vielleicht noch dazu bewegen können, dass er bei seinem GTA Content bleibt, weil der ist echt cool gewesen. Außerdem ist es so, Leute, falls ihr es hinkriegt, ihm 1000 Abos reinzudrücken insgesamt, also dass er insgesamt 1000 Abos hat und dass auch sein Video 500 Likes hat, Leute, dann werde ich hier auf meinem Kanal eine PlayStation Network oder eine Xbox Cards Verlosung machen. Das heißt, Leute, checkt ihn ab, sein Kanal ist unten in der Videobeschreibung, guckt seine Videos an, die sind echt stabil und lasst ihm auf jeden Fall ein Abo da. Das ist nicht abgesprochen mit dem YouTuber, es ist einfach eine Sache von mir, weil, Leute, ich kenne ihn schon so lange und er möchte mit GTA aufhören und es geht einfach nicht. Er hat das Herz auf dem richtigen Fleck, Leute, glaubt mir. Und deshalb checkt ihn ab und ich würde aber mal sagen, wir kommen zum eigentlichen Video. So, Leute, und zwar ist es so, dass ein, ja, Twitterer etwas geleakt hat. Und zwar Jan2295, jeder sollte ihn eigentlich kennen. Und zwar ist es so, er hat ein paar Bilder geleakt und die Preise zu den neuen Fahrzeugen. Die wollte ich euch noch kurz sagen bzw. vorstellen, bevor das DLC eigentlich rauskommt. Es ist so, Leute, unter meinem letzten Video haben auch viele Leute geschrieben gehabt, ey Fraps, Digga, es kommen doch 4 Autos, warum sagst du, dass nur ein Auto kommt? Es ist so, Leute, der Progen GP1 wird als erstes kommen. Dann wahrscheinlich eine Woche darauf wird das nächste Fahrzeug kommen. Deswegen habe ich nur gesagt, dass ein Auto kommen wird. Ich weiß natürlich selber, dass auf jeden Fall 4 Autos kommen werden. Aber der Progen GP1 wird eines dieser Fahrzeuge. Und zwar wird es das erste Auto mit den 29 Rennen. Es ist so, der Progen GP1 wird 1,25 Millionen GTA Dollar kosten. Und dann gibt es natürlich weitere Fahrzeuge, da wurden sogar Bilder gelegt, und zwar der Turismo Classic, Leute, der Infernus Classic und der Hijacked Ruston. Es ist so, der Turismo Classic wird ca. 700.000 GTA Dollar kosten, der Infernus Classic wird ca. 900.000 Dollar kosten und der Hijack Ruston wird ca. 400.000 kosten. Und es ist so, der Leaker sagt so gesehen, dass es auf jeden Fall zu 100% kommt, aber es besteht eine kleine Möglichkeit, dass die Preise natürlich auch etwas schwanken können, je nachdem wie viel Geld Rockstar mit diesem DLC jetzt reinpumpt. So, Leute, aber zu diesen Fahrzeugen möchte ich noch etwas näher eingehen. Ihr könnt bereits, ja, beziehungsweise ihr habt schon ein paar Bilder gesehen und es ist so, diese Autos habe ich euch auch in Real Life gezeigt, wie die aussehen. Ich habe euch da so ein paar Vergleiche reingeballert. Es ist so, der Turismo Classic und der Infernus Classic, den gab es schon mal in GTA-Teilen. Und zwar in GTA 3. Diese Fahrzeuge sind einfach klassische Supersportwagen. Also so gesehen Oldtimer-Supersportfahrzeuge. Und der Ruston, Leute, das wird Nachfolger von dem Chameleon sein. Es wird auch ein Hybridfahrzeug. Und
Ich denke mal, dass der wird sehr schnell sein. Wer den Chameleon schon gefahren hat, der weiß auf jeden Fall Bescheid, dass es ein echt cooles Fahrzeug ist. Man konnte den, glaube ich, nur fahren, wenn man von PlayStation 3 auf PlayStation 4 übertragen hat. Und viele Leute haben dieses Fahrzeug nicht gehabt, aber glaubt mir Leute, jeder, der den gefahren hat, das ist ein echt cooles Auto und von dem soll halt ein Update kommen. So Leute, aber nochmal kurz zu dem Release-Datum. Und zwar werden, wie gesagt, die, also der Progen GP1, der wird auf jeden Fall heute um so circa 10 bis 11 Uhr veröffentlicht. Das DLC kommt halt in dieser Zwischenzeit und das DLC wird circa 2 GB groß sein. Stellt eure PlayStation in den Ruhemodus, falls ihr in die Schule gehen müsst. Und falls ihr zufälligerweise jetzt von jetzt auf gleich Durchfall bekommen habt, Leute, dann seid auf jeden Fall aktiv und checkt auf jeden Fall ab, wann das Update kommt. Es ist so, Leute, falls das Update kommt, könnt ihr mir ja auch mal auf Snapchat so ein paar Bilder schicken, was ihr so gemacht habt, beziehungsweise wie ihr eure Fahrzeuge aufgetunt habt. Und wir können dort auf jeden Fall ein bisschen schreiben. Falls ihr mich dort noch nicht gefollowt habt, dann macht es jetzt, es wird euch auf jeden Fall nicht schaden. So Leute, aber im Grunde war es eigentlich auch schon hier zu diesem Informationsvideo. Es ist so, die anderen Fahrzeuge werden einfach, ich denke mal jede Woche nach dem DLC wird einfach ein Fahrzeug released. Und es ist wirklich jetzt nicht das beste DLC, Leute, aber es ist immerhin besser als gar kein DLC. Aber ich habe aus sehr sicheren Quellen gehört, Leute, dass es am, also so Frühlingsanfang, soll ein echt krasses DLC kommen. Aber dazu werde ich noch ein extra Video machen, weil wir haben ja schon hier eine sehr lange Zeit miteinander geredet, beziehungsweise die hat mir schon sehr lang zugehört und ich wollte euch einfach nicht voll spammen. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, dass, ja, dass wir dieses Video hier an dieser Stelle beenden. Und Leute, falls euch dieses Informationsvideo gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr zufälligerweise neu auf meinem Kanal seid, dann lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. Ich werde dann aber somit raus. Haut rein, geht mit dem Flow. Oh, ja, Frips. Ciao.